Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und ich habe das Problem, was wir gestern hatten, behoben und ich habe gleichzeitig dafür gesorgt, dass sowas nicht wieder passiert, denn ich habe hier noch so einen Zwischenblock hingesetzt, genauso wie hier vorne auch. Das heißt, falls irgendwo mal was sein sollte, dass wir hier vielleicht mit zu viel Speed reinhauen oder so, dass dieses Ding auf jeden Fall nicht wieder kaputt geht, weil das ist einfach unnötige Arbeit. Gut, sollte jetzt auf jeden Fall laufen. Ansonsten habe ich jetzt schon mal dafür gesorgt, dass das Eis hier drin landet. Also wir haben noch 64,2 km, das ist in Ordnung. Und ich denke, dass wir heute mal wieder so eine kleine Timelapse machen, denn wir müssen jetzt ein Förderband bauen, was quasi von diesem Block hier, ja, ein paar Kilometer zurücklegt, und zwar bis da oben rein. Das ist der Plan für heute. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das lösen, denn wenn wir einfach stumpf, sag ich jetzt mal, hier nach rechts rüber buddeln, dann kommen wir irgendwann beim Generator wieder raus. Das möchte ich ganz gerne vermeiden. Und deswegen machen wir das ein bisschen anders. Und zwar werden wir hier drüber bohren. Ja, dass wir quasi hier drüber einfach den Blöcken folgen, die Leitung hier nehmen, einfach hier drüber längs legen und dann da vorne wieder irgendwo reingehen. Wir müssen ja sowieso von dieser Seite in das Kontrollzentrum rein, weil auf der Seite ja auch der Generator steht. Also der Sauerstoffgenerator. Und ich denke mal, das sollte funktionieren. Und wir nutzen da die Bequemlichkeit einer Timelapse, glaube ich, weil das ansonsten ziemlich lange dauern würde. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß und bis gleich.
So, unsere Förderleitung ist fertig soweit. Oder unser Fließband, whatever. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal drüben rein in den Sauerstoffgenerator, ob da schon irgendwas geht. Mal sehen. Ich bin gespannt. Aber an sich sollte das kein Problem sein. Jawohl, da ist sogar schon alles drin, was wir überhaupt besitzen. Ja gut, ist klar, der macht jetzt erstmal den Tank hier voll, was nicht unbedingt sein muss, aber ich meine, wir haben es ja. Dementsprechend ist das wohl kein Problem. Und das bedeutet, dass wir hier auch wunderbar, genau, unser Hydrogen wieder nachfüllen können. Perfekt. Ja, wunderbar. Ich würde nochmal eben die Flaschen hier auffüllen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass die Krankenstation jetzt da ist und nicht mehr in dem alten Raum. Wird wahrscheinlich Wochen dauern. Mal sehen. So, jetzt haben wir da einmal so eine Förderleitung längs gezogen. Ist nicht schön, aber selten. Das macht aber nichts, weil wir müssen hier sowieso noch vielleicht so ein paar Dinge einpacken. Ich denke mal, dass wir vom Kontrollzentrum aus hier nach links und rechts auch noch ein paar Stützgeschichten bauen. Dann muss das hier noch ein bisschen abgestützt werden mit Beleuchtung, genauso wie drüben der Hangar auch. Und ich denke mal, mit solchen Geschichten werden wir uns dann in den nächsten beiden Folgen beschäftigen. Aber was ich jetzt mal eben gucken wollte, ist folgendes. Wir haben hier noch ein bisschen Schrott dabei, der kann erstmal weg. Den brauchen wir nicht. Nicht im Moment zumindest. So. Ja, wir mussten immer fleißig nachproduzieren an Geschichten, weil das wirklich sehr materialaufwendig war. Aber alles machbar. Jetzt ist halt natürlich noch die Frage, wie viel Eisen haben wir noch? Weil da ist, glaube ich, wieder einiges draufgegangen. Ja gut, geht aber eigentlich. Hätte ich jetzt schlimmer erwartet bei der ganzen internen Panzerung und Co., die wir gebaut haben. Aber das scheint sich ja in Grenzen zu halten. Nice. Gut, des Weiteren muss ich nochmal eben schauen, was wir noch so alles... Oh, ein Übeltäter. Aber das ist egal. Muss ich nochmal eben schauen, was wir noch so an Rohstoffen oder beziehungsweise an Rohmaterialien brauchen. Und zwar, Motoren sind ziemlich wenig geworden, Herstellungskomponenten genauso. Da können wir noch was machen eben. So, was haben wir noch? Hier, Stahlrohr klein ist noch mit dabei. Und der Rest geht eigentlich erstmal. Ja komm, dann machen wir noch ein paar Mal Stahlrohr klein. Und füllen dann dementsprechend die Bestände nochmal ein wenig auf. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann können wir beim nächsten Mal wieder ordentlich durchstarten. Wobei wir vermutlich beim nächsten Mal wieder mehr Stahlplatten brauchen. Wer weiß. Ja, ansonsten... Oh, hier muss ich nochmal längs fräsen, sehe ich gerade. Aber das ist nicht so schlimm. Machen wir demnächst. Sieht schon besser aus als vorher, also nicht mehr so leer. Und habe ich schon fast befürchtet, also diesen Bereich hier hinten brauchen wir gar nicht. Alles easy. Wir werden nochmal gucken, dass wir halt demnächst hier die Geschichte zubauen. Und wie, ich glaube in der letzten Folge schon mal gesagt, oder vorhin, keine Ahnung, habe ich vergessen, Hust. Kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten, dass wir hier hinten noch Platz haben, wo man noch was machen könnte, falls man noch irgendwas braucht. Schauen wir dann mal. Und ja, ich vermute mal, dass die Folge eher kürzer werden wird, weil... das mit der Förderleitung doch recht zügig ging, aber ich möchte jetzt dennoch nichts Neues wieder anfangen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Runde. Tschüss!